Hallöchen Sims-Freunde und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Let's Play Die Sims 4 und heute werden wir mal unsere Ranzbude ein wenig aufhübschen, denn hier fehlt es eindeutig an Details und darum kümmern wir uns jetzt sofort, ne? Wo haben wir denn hier wunderschöne Bodenmuster? Ich möchte was für draußen, wenn es geht. Gibt es hier irgendwas für draußen? Ah, da draußen. Stilvoller Beton. Großer Kies. Eine Betonplatte, die kommt immer gut. Wieso zur Hölle habe ich keinen Briefkasten? Ach, der ist da dra seitlich, okay. Nee, bitte möchte ich bitte nicht. Würde auch gerne das Ding da wieder loswerden. Ist noch ein wenig gewöhnungsbedürftig, aber. Ah, da. Okay. Kommst du eben hier hin? Und dann hätte ich draußen gerne noch ein wenig Buschwerk und so. Ein Brunnen. Okay. Können wir sich mal gönnen. Bisschen Geld haben wir ja. Kann man das vielleicht als Swimmingpool missbrauchen? Mal gucken. Wäre doch zu schön, um wahr zu sein, wenn wir da drin planschen könnten. Aber irgendwie bezweifle ich das. Mal gucken. Jo, sieht schon mal schick aus, aber jetzt hätten wir doch gerne ein wenig Buschwerk und so. Sind ja alles Bäume und so. Ah, da Büsche. Eine hohe Hecke um das Grundstück herum. Nein. Hand, wo bist du? Sieht doch ganz fein aus, oder? Füllen wir erstmal den Boden auf. Machen wir es auch mal ein bisschen andersrum. Damit uns keiner aufs Grundstück starren kann. Alter, das ist ja nicht gerade billig. Oh, wir sind pleite. Das habe ich ein wenig übertrieben, ne? Können wir einen von den Dingern verscherbeln oder so? Na komm. Jetzt haben wir wenigstens noch ein wenig Geld für unseren Lebensunterhalt, denn ich habe ja noch gesehen, dass uns ein Mülleimer fehlt. Mülleimer. Suchen wir einfach mal nach Müll. Und da suchen wir uns mal was richtig Stylisches aus. Was? Eine Mülltonne müssen wir selber kaufen? Ernsthaft? Der ist stylisch, der passt zu uns. Und wir haben keinen Platz dafür. Kein Schwein mehr durch. Ein Sims-Gebäude, beziehungsweise ein Sims-Haus ohne Mülleimer, das geht ja mal gar nicht. Ins Wohnzimmer möchte ich dich ehrlich gesagt nicht rüberflacken. Naja, gut, dann kommst du mal vorerst hier hin. Sieht zwar nicht schön aus, aber hey. Und dann gehen wir mal wieder zurück in den Live-Modus. Wie geht's uns denn heute? Oh, wir haben Hunger.
Moment mal kurz, wir essen noch mal eine Kleinigkeit. Da essen wir mal Macaroni mit Käse. Für 4 Simleons, das können wir uns auf jeden Fall noch erlauben. Oh. Ja, genau. Da war ja noch was. Ah. Pennen kannst du später. Wenn du dann damit durch bist, dann räumst du doch bitte mal die ganzen Teller auf. Genau, alles in einen Topf rein. Dreimal umrühren. Fertig. Sieht nach richtig gutem Yam-Yam aus. Yay, Levelaufstieg. Jetzt sind wir schon mal richtig gute Köche. Yay. Wenn du damit fertig bist, dann kannst du mal ins Bett gehen. So, Oh, ausgezeichnet. Riff. Ja, die sind richtig ausgezeichnet. Das habe ich gerade festgestellt, nachdem ich das gelesen habe. Cool. Ja, so ein lecker Yam-Yam-Abendessen vorm Schlafen gehen. Damit wir auch wunderbare Albträume bekommen. Nee, Gemüse gibt's keins. Gemüse ist tödlich, das weißt du doch. Woran denkst du jetzt an sauberes Geschirr? Sowas besitzen wir nicht. Nein, da ist immer noch kein Gemüse drin. Ziemlich lecker. Belebende Dusche. Wegen Dusche hoher Qualität. Eine tolle Dusche macht wirklich den Unterschied. Ja, jetzt ist es weg. Unterschied. Bereit, der Welt gegenüberzutreten. Yay. Wunderbar. Oh, der kann abspülen. Hammergeil. Jetzt darfst du aber ins Bett, mein Freund. Das hast du dir verdient. Dann machen wir uns mal bereit für einen schnellen Vorlauf. Schaut im Job aus. Oh, wir müssen immer noch 2 Stunden zocken. Ja, alle Stimmung, konzentriert. Um 10 Uhr müssen wir zur Arbeit. Das bedeutet, du stehst jetzt auf, du Faulpelz. Gehst mal pieseln. Oder nur verwenden. Dann gönnen wir uns noch ein lecker Frühstück. Wie wär's mal mit einer schnellen Mahlzeit? Chips, yay. Joghurt, den hast du dir verdient. Duschen haben wir gar nicht nötig. Dementsprechend können wir unsere gewonnene Zeit zum Zocken nutzen. Yay! Spielst nochmal Blickblock. Das kannst du ja so gut. Was sagen denn unsere Skills über uns aus? Ja, du willst Staatsfeind werden. Verstehe ich. Wir werden zur richtigen Zeit noch unseren Job wechseln, damit du dem nachkommen kannst. Moment mal kurz. Entschuldigung, da hatte Papa mal einen Frosch im Hals. Oh, du hast da sogar eine Erdbeere auf den Joghurt gelegt. Wunderbar. Aber komm. Du musst ein bisschen mehr schlingen. So viel Zeit haben wir nicht. Du willst ja vor der Arbeit noch ein Stündchen zocken, oder? Naja, wenigstens hat er es mittlerweile gecheckt, wie man selber sein Zeug abspült. Nee. Im Brunnen kann man nicht baden. Schade eigentlich. Nee, im Blickblock gibt es keine Aliens. Da brauchst du nicht weiter drüber nachdenken. Jetzt sollen wir mal das Bild bei Gelegenheit fertig malen. Auf jeden Fall steigt da der Spaßlevel. Das ist schon mal vortrefflich. Du hast Beziehungen zu Leuten, die du gar nicht kennst. Schon mal gut. Vielleicht sollten wir Zoe mal einladen, damit die uns wieder zum Heulen bringt. Nein, du brauchst nicht mit dem Computer reden. Achso, du drehst ein Let's Play, sag's doch gleich. Tja. Ja, das war ein Epic Fail, mein Freund.
Da bin ich Besseres von dir gewohnt. Das war knapp. Aber ein guter Schachzug. Oh, wir müssen zur Arbeit. Komm. Wahnsinnig. Ja. Yeah. Und wir müssen nur noch eine Stunde zocken, dann haben wir... Kam es ja aus dem Haus raus, können wir hier unten nichts mehr anklicken. Finde ich auch irgendwie doof. Wir sollten uns schleunigst darum bemühen, einen Mitbewohner zu finden. Und wenn es die gute Zoe ist. Die würde sich bestimmt freuen. Wie pleite uns die paar Hecken hier gemacht haben. Keine Zwischenfälle während der Arbeit. Schade eigentlich. Einen weiteren Umbau können wir uns so gesehen gar nicht mehr leisten. Eigentlich schade. Aber im Großen und Ganzen gefällt mir die Bude. Ist ein schönes, nettes Single-Apartment. Mit zwei Zimmern, was will man mehr? Eigentlich sind es ja fast schon drei Zimmer, wenn man die Küche mitzählt. Aber naja. Junge, wie lange schuftest du denn heute noch? Machst du da, kleiner Mann? Hm? Ja, genau, geh ins Bett. Ist schon nach vier. Sonst schimpft die Mama wieder. Und wir geben mal zwischenzeitlich wieder Vollgas. Ob man da reinhüpfen kann? Höchstwahrscheinlich nicht. Ach, da kann ich mit dem Auto rüberfahren, okay. Yay, wir haben wieder 248 Simleons verdient. Das ist schon mal nicht schlecht. Und ich würde mal behaupten, bevor du wieder an Unsinn denkst. Ach Gott, doch. Gönn dir erst noch einen Snack. Eine schnelle Mahlzeit. Cerealien. Wenn du damit fertig bist, machst du mal bitte schnell noch Pipi. Und wenn du mit dem Pipi machen fertig bist, dann besuchen wir mal einen Nachbarn. Das ist eine Residenz. Besuchen. Besuchen. Besuchen wir dann einfach mal spontan den Nachbarn. Lecker, Cerealien, ja. Wirkt das ruhig runter. Solange du nicht mehr Geld verdienst, wird es auch nichts anderes mehr geben, mein Freund. Yeah, er ist glücklich, weil die Cerealien ziemlich lecker waren. Cool. Wenn die Nachbarn nicht da sind, dann werden wir noch ein wenig zocken oder ein bisschen malen. Naja, erstmal gucken, ob die Nachbarn zu Hause sind. Bin mal gespannt, wer da alles so wohnt. Oh, da macht schon mal einer Liegestützen. Rabla! Shimba Bluff! Stell dich mal lustig vor. Und da kannst du dich auch gleich mal lustig vorstellen. Der Jonas. Junkina Barbamu? Barbamu? Oh, so terrific. Ah. Ja, ich weiß, dass sich Joe und Hannah nicht kennen. Oh, Narga! Grow, baby! Seid ihr beiden verheiratet oder so? Sparba. Fene. Tuka? Oh. You're in a Varu, huh? Rangoya. Nabe. Oh. Hanchibi. Von Herzen kommendes Kompliment machen. Gorge Veriki. Reden wir mal über Spielstrategie. Seragwa Penarb. Fizikwabe. Timbar, Farbatu, Quake, Tarbik Yarbo, Tipwak, mal schauen, was er so von Gamern hält. Farbik Way, Zibwa. Bwef. Bull Gelna, Starbidu, Shulip. Ich glaube, die gute viel mehr die Gamerin in diesem Haushalt. Mona Corbo, Darkum Zina. Schau und Marina kennt sich noch nicht gut. Spino. Lustig vorstellen, wie immer.
Oh, die haben ein Selfie gemacht, oder was? Michelle Spurbeck. Dass du dich immer mit der Bananenschale vorstellen musst, das verstehe ich irgendwie nicht. Snowbill! Wollen wir mal reingucken, wie es da bei denen ausschaut? Geh mal an die Tür klopfen. Vielleicht wohnen die ja gar nicht hier. Kannst dich mit den Nachbarn später anfreunden. Okay, sieht interessant aus. Aber von der Detailstufe her gefällt mir unser Haus gleich mal deutlich besser, auch wenn es viel zugestellter ist. Wo drückt man der Schuh, mein Freund? Um Spaß, ja. Nein, du liest jetzt nicht, du schaust einen Action-Kanal. Das macht deutlich mehr Spaß, glaubst mir, mein Freund, glaubst mir. Wow, und langsam müssen wir auch nach Hause, ist ja schon hart. Nee, komm, geh nach Hause, es bringt hier nichts. Zurück nach Haus. Aha. Ja, da brennt's. Cool. Na komm. Nein, willst du nicht? Der Action-Kanal ist nichts für dich, mein Freund. Nee. Was für eine Menschenmenge vor dem Haus. Davon lassen wir uns jetzt nicht weiter beirren. Ach, jetzt kannst du auf einmal laufen, okay? Heißt das, dass es jetzt permanent unsere Nachbarn sind? Nö. Eigentlich doof. Aber okay, damit müssen wir uns dann halt anfreunden. Rockst du jetzt nochmal kurz am PC? Zockst noch eine Kleinigkeit? Das Sims Forever? Mal schauen, was von deinem Spielstand noch fertig ist, nachdem Zoe da gespielt hat. Und ich würde mal sagen, meine Freunde, für heute war es das leider schon. Aber ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Danke fürs Zugucken. Tschüss.